willkommen zur fünften Folge von The Carmaniac. Vier außergewöhnliche Kandidaten konnten sich bereits fürs erste Halbfinale qualifizieren. Wir haben sozusagen Halbzeit. Wir geben weiteren 16 Kandidaten die Chance, sich ihren Platz im zweiten Halbfinale zu sichern. Und hier sind sie, unsere heutigen vier Kandidaten. Hi, ich bin Corinna, bin 31 Jahre alt und die einzige deutsche Pro-Drifterin. Das Thema Auto wurde zur Leidenschaft durch meinen Mann. Und er arbeitet in der Werkstatt und das war einfach, ich habe viel zu wenig Zeit mit ihm verbracht und irgendwann habe ich gesagt, jetzt geh mit und schraub mit. Es kommen jetzt schon manchmal dumme Sprüche von irgendwelchen Kerle, wo meine da, ja, die Frau, die kann ja nicht Auto fahren, und, aber das macht mir nichts aus, gar nichts. Das Wissen zum Thema Automobil kam bei mir eigentlich immer Learning by Doing, weil es mich einfach auch interessiert hat, wie auch zum Beispiel ein Motor funktioniert. Also wenn ich eine Antwort weiß, dann kommt es sofort. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ewig überlegen muss und entweder ich weiß es oder ich weiß es nicht. Meine Konkurrenz lasse ich genauso auf der Strecke liegen wie mein Gummi. Hallo, ich bin der Damal, ich bin 37 Jahre alt. Mein Hauptgebiet ist Autotuning und ganz speziell Opel, wie man auch sehen kann. Das Thema Auto wurde bei mir zur Leidenschaft durch einen Freund, der wo früher schon im Opel Club dabei war. Und auf dessen bin ich dann zu dem Opel Club dazugegangen. Ich fahre im Jahr ca. 20, 25 Treffen. Und mache halt immer beim Show- und Scheinwettbewerb mit. Schönster Innenraum, schönster Frontler, schönster Motorraum. Und habe bis jetzt über 60 Pokale gewonnen. Präzision, liebe Kathi, macht mich zum Carmaniac. Hallo, ich bin der Klaus. Ich bin 48 Jahre alt. Ich komme aus Eppelheim, das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Heidelberg, und mein Spezialgebiet sind US-Cars. Also meine Leidenschaft für US-Cars rührt daher, dass ein Freund von mir damals sich einen Chevy Camaro gekauft hatte und begann, diesen aufzumotzen. Und als ich dann ein paar Mal mit ihm fuhr, war es um mich geschehen, weil eben mich eben das Individuelle daran reizt, und da ich über die normalen Autos sowieso fast alles weiß, ist das für mich nicht mehr so interessant. Also ich weiß, dass ich eine gute Auffassungsgabe habe und sehr schnell Zusammenhänge herstellen kann und kombinieren kann. Hallo Kathi, pass auf, ich habe 28 Pokale mit meinen Autos gewonnen und der Carmaniac-Pokal wird der 29. werden. Hallo, ich bin der Stefan, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Ebersberg bei München. Mein Spezialgebiet sind, wie man glaube ich ganz gut sieht, historische Fahrzeuge und das Tuning. Ja, die Leidenschaft fürs Tuning fing eigentlich schon mit 15, 16 an. Damals war es natürlich noch nicht so einfach, war noch kein Führerschein, kein Auto. Aber da haben sich immer Wege gefunden, irgendwas an irgendwelchen Autos zu machen. Irgendwie kam dann aber auch die Leidenschaft zu historischen Fahrzeugen, sei es durch den Film Herbie, wo ich mir eingebildet habe, sowas muss ich irgendwann auch unbedingt mal haben. Ja, ich glaube, ich bin der Richtige für die Show, weil ich eigentlich recht ausdauernd bin bei sowas und glaube, dass ich einen kühlen Kopf bewahren kann. Kathi Herbie war schon immer auf der Überholspur und das bin ich jetzt auch. Ich bin der Carmaniac. Unglaublich, das sind sie. Und zum ersten Mal eine Frau am Start. Das ist ein Zwischenapplaus wert. Die erste Frau, die sich traut, hier mitzumachen. In dieser Männerdomäne. Corinna, du sagst, deine Konkurrenz lässt du auf der Strecke liegen, wie das Gummi beim Driften. Genau. Wen hast du denn mitgebracht für Runde 3 als tatkräftige Unterstützung? Meinen Mann Alex. Oh Gott, Alex. Nicht, dass das hier noch zur Ehekrise führt. Du wirst sie unterstützen? Ja, klar. Du driftest auch. Wo ist denn sonst noch dein Schwergebiet? In welchem Bereich? Allgemein Automobilwissen. Aha.
weiß ich alles. Und ich weiß hoffentlich das, was sie nicht weiß. Das hoffe ich auch. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Kandidat Nummer 4 ist der Thomas. Unglaublich, du hast 60 Pokale für den Innenraum kassiert bei deinem Opel Vectra. Ja. Wie viel Blut, Schweiß und Tränen stecken da drin? Wie oft hat deine Freundin dich schon verlassen deswegen? Noch gar nicht. Hast du eine Freundin? Ja. Okay. Also dein Opel Vectra ist dein ganzer Stolz? Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Wer begleitet dich denn heute? Wer wird dich unterstützen? Mein Freund, der Gustl. Gustl, grüße dich. Servus. Servus. Du unterstützt ihn in welchem Bereich? Alles, was schnell ist und was laut ist, aber ich hoffe, der Damal braucht mich nicht. Aber du solltest deinen Joker nutzen. Ich wünsche auf alle Fälle toi, toi, toi. Danke. Dann machen wir weiter mit dem Stefan. Herbie war schon immer auf der Überholspur und heute auf Platz 1. Sehr siegessicher. Ja. Hast du Unterstützung dabei? Ja, ich habe den Stefan mitgebracht. Das ist ein Freund und Mitvereinsmitglied von unserem Tuning-Club. Vereinsmitglied sogar? Und ich hoffe und denke, er kann mir helfen. In welchem Bereich wirst du ihn denn unterstützen können? Ich hoffe, bei Motorsportfragen oder bei Oldtimer-Fragen, weil er da durch sein Alter noch nicht so fit ist. Ich bin gespannt. Last but not least, der Klaus. 28 Pokale hast du schon kassiert, alles im Bereich mit US-Cars. Ja. Und du sagst, heute wird dein 29. Pokal der Kamenjek-Pokal sein. Hoffe ich mal. Huhuhu, Hochmut kommt vor dem Fall. Wen hast du denn dabei? Wer wird dir helfen? Das ist der Giovanni. Giovanni. Hallo. Grüße dich. Was ist denn dein Spezialgebiet? Italienische Autos oder alles? Italienische Autos hauptsächlich. Ferrari, Lamborghini. Schön, schön. Na, da kann ja nichts mehr schiefgehen. Seid ihr bereit für die erste Runde? Die erste Runde haben wir 4 einfache Fragen im Wert von 250 Punkten für euch vorbereitet. Ihr habt 10 Sekunden Zeit, eure Antwort, ja, Option einzuloggen an den Knöpfen an eurem Lenkrad A, B, C oder D. Und ich denke, das sollte machbar sein. Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder wollen wir gleich loslegen? Okay, ich möchte von euch wissen, wie heißt denn dieser deutsche 4 GT-Fahrer? Ist das A, Alex Müller? Ist das B, Bernd Müller? Ist das C, Chris Müller? Oder ist das D, Dieter Müller? Ihr habt 10 Sekunden Zeit, eure Antwort einzuloggen. Hab ich sie. Du musst einloggen, Corinna, schnell. Hab ich sie. Nein. Ich habe 10-mal gedrückt. Du hast 10-mal gedrückt? Was hattest du gedrückt? A. A? Das ist auch richtig. Es ist Alex Müller. Und somit gehen 250 Punkte auf Corinnas Konto und auf Stefans Konto. Was hattet ihr beiden gesagt? Bernd Müller, ne? Ja, B, ja. Gibt's den überhaupt? Ich glaube, den gibt's gar nicht. Keine Ahnung, anscheinend nicht. Nein, Alex Müller, ein fantastischer 4 GT-Fahrer. Aber ihr wisst ja, ihr kämpft nicht nur um den Titel des Kamenjeks, denn die besten 4 im Finale, die besten 4 aus 32 Kandidaten, die nehme ich mit für eine Woche in die USA. Und was ihr da erlebt, verrät euch Markus Fuchs. Hi Kamenjeks, ich bin Markus Fuchs, der einzige Europäer in der amerikanischen NASCAR Series. Und 4 von euch können mit mir mitkommen auf den Charlotte Motor Speedway. Und für alle, die keine Ahnung haben, was NASCAR überhaupt ist, ich sage nur 870 PS, den Rest seht ihr beim Film. Faszination NASCAR. Spoiler an Spoiler jagen bis zu 43 waghalsige Piloten mit V8-Sound über den Speedway. Geschwindigkeiten weit über 300 km/h verlangen den Fahrern alles ab. NASCAR zählt zu den gefährlichsten, aber auch beliebtesten Rennsportarten der Welt. Die Tribüne am Circle in North Carolina zählt 160.000 Zuschauer. Wir haben für euch 4 Plätze reserviert. Erlebt mit Markus Fuchs Behind the Scenes diesen Motorsport hautnah. Mehr Leistung zum Selbsteinbau. Diese Reise wird Ihnen präsentiert von racechippower.de. Genau, eine Woche in die USA. Vorher werden wir übrigens nach Florida fliegen, dort so die Sonnenseiten von Miami genießen. Und dann machen wir einen Roadtrip nach North Carolina zum NASCAR-Rennen. Ist das was? Das ist was. Das wird was. Seid ihr bereit für die zweite Frage? 250 Punkte könnten euch gehören, wenn ihr mir sagt, hier, so geht es dazu auf dem Gummiplatz beim GTI-Treffen. Ich möchte von euch wissen, wo findet denn alljährlich das GTI-Treffen statt? Ist das A, Bregenz? Ist das B, Lindau? Ist das C, Reifnitz? Oder D, Romanshorn? Ihr habt 10 Sekunden Zeit, eure Antwort einzuloggen. Knöpfe funktionieren, alle haben recht, es ist C, Reifnitz am Wörthersee. Hey. Als BMW-Fahrer.
Ich habe die Frage jetzt echt gerade. Das heißt Opel-Fahrer, weißt du? So muss das sein. Wir machen weiter. Und zwar, jedes Jahr lassen sich Reifenhersteller neue Trends einfallen, wie hier die Smoking Tires. Die gibt es in den Farben Rot, Grün und Blau, allerdings ohne Straßenzulassung. 2006 gab es sogar den ersten Duftreifen. Von welcher Firma? A. Von Fredestein. B. Von Toyo. C. Von Hancock. Oder D. Von Kumo. 10 Sekunden. Ja. Ah. Also. Zwei haben recht und die erste war Corinna. Es ist D. Kumo. Ja. Aber auch Stefan lag richtig. Und ihr teilt euch gerade schon den ersten Platz mit 750 Punkten, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Jetzt kommt erstmal die vierte Frage für die Runde 1. Und zwar, das wisst ihr, was heißt TDI? Ist das A, Turbocharged Diesel Intercooled? Ist das B, Turbocharged Diesel Injection? Ist das C, Turbo Diesel Intercooled? Oder ist das D, Turbo Direct Injection? 10 Sekunden habt ihr Zeit. Und alle liegen goldrichtig. Es ist B, Turbocharged Diesel Injection. Ha, das läuft doch wie am Schnürchen. War einfach. Das fand die Szene nicht so. Ich habe die gleiche Frage in der Szene gestellt und oh, seht selbst. Turbo Diesel. Einspritzer. Turbo irgendwas. Kein Plan. Technisches Werk. Turbo Diesel Injection, gell? Ey, wollte ich halt. Ja, Turbo Diesel Injection, also das ist der Geier. Turbo Direct Injection. Weiß ich leider nicht. Ja, keine Ahnung, war wohl doch nicht so leicht. Aber wir werfen einen Blick auf den Punktestand. Platz 2 teilen sich Thomas und Klaus mit 500 Punkten. Und auf Platz 1 Corinna und Stefan mit 1000 Punkten. Yeah! Haha! Eben Gas, sag ich euch. Wir haben es krachen lassen und die echten Carmaniac-Fans wissen, dass wir hinter diesem Tor wieder einen Hammer-Boliden für euch haben. Und zwar von Click for Speed. Und ich möchte von euch wissen, wir werden den Sound gleich nochmal hören, was für ein Bolide verbirgt sich hinter diesem Tor? Diesmal kann nur einer einen Tipp nennen. Und zwar, ihr müsst buzzen, eure Schaltwippe dafür betätigen und derjenige, der als erster schaltet, der darf mir seine Antwort nennen. Einmal probieren, ob es auch funktioniert. Man weiß ja nie. Ihr kommt klar. Wollen wir dann die Gurke noch mal anwerfen? Tut's. Herr Müllner, Motor an, bitte. Welches Fahrzeug hören wir denn hier? Ist das A, der Ferrari California? Ist es B, der Lotus Eagle? Ist es C, der Lamborghini Gallardo? Oder ist es D, der Mosler MT 900? Wer zuerst drückt, malt es. Corinna, was vermutest du? A. Ah. Der Ferrari California? Mhm. Wir schauen mal. Dass sie wieder da sind. Click for Speed ist wieder hinter dem Tor, aber es ist natürlich nicht der Ferrari. Nein, das sondern, ist ganz klar, ein Gallardo Spider. 560 PS, Neupreis um die 200.000 Euro. Was hätte Corinna denn jetzt gewonnen? Ja, jetzt wirst du dich richtig ärgern. Nein, sag's nicht. 24 Stunden in diesem Fahrzeug, inklusive Aufenthalt in einem Wellnesshotel. Dem Alpenhotel Murnau. Schau dir an, was du verpasst hast. Ach Mann, das ist ärgerlich, Corinna. Aber Herr Müller, Sie sind ja nicht umsonst jetzt hierher gefahren. Definitiv nicht. Ich denke, Click for Speed hat noch eine Überraschung offen. Definitiv.
Jemand aus dem Publikum Interesse an dem Auto? Ha! Dann will ich doch sagen, Licht aus, Sport an! Mann, wer bist du denn? Der Chris. Ich hab's nicht verstanden? Chris. Chris, du hast für 24 Stunden diesen Lamborghini Gallardo mit Wellness Hotel bekommen. Geil, geil, geil. Gratulation. Danke, Herr Mühler. Bitte schön. Mann. Ja, schade, Corinna. Oh, das kotzt mich jetzt. Aber du hast einen jungen Mann sehr glücklich gemacht. Ja, ich glaube auch. Das kostet was. Gehen dann Männer eigentlich ins Wellness Hotel? Ja. Ich glaube schon. Nee? Haben sie nicht verdient? Böse. Aber Punkte gab es natürlich hier nicht. Das war nur ein kleines extra Bonbon meinerseits. Ihr Lieben, jetzt geht's um die Wurst. Denn jetzt befinden wir uns in Runde 3. 10 Fragen habe ich für euch. Ihr dürft einmalig euren Joker um Rat fragen. Die ersten 5 Fragen haben einen Wert von 500 Punkten. Und jetzt heißt es wirklich schalten, schnell sein. Der als erster schaltet, darf seinen Tipp mir nennen, liegt er falsch, sind danach sofort die Lenkräder wieder freigeschaltet und ihr könnt euch wertvolle Punkte sichern. Noch irgendwelche Fragen? Wollen wir loslegen? Wir schalten rüber zum Hockenheimring, nämlich zu den Nitro Olympics. Hier liegt Benzin in der Luft. Jedes Jahr im August findet das größte Drag Race Event Europas statt, die Nitro Olympics. Diese Viertelmeile zieht jedes Jahr Tausende von Fans in ihren Bann. Sogar aus den USA treten Fahrer mit ihren Teams an und kämpfen um den großen Preis von Hockenheim. Ja, ich möchte von euch wissen, wie lang ist denn bitte eine Viertelmeile? Sind es A? 402 Meter und 33. Leck mich im Arsch. 500 Punkte an Corinna. Rock that shit. Ja. So was lernen wir. Leute, zieht euch warm an bei der Frau. Ohne Worte, wir bleiben bei dem Thema. Ab den späten 50er Jahren bis in die 70er Jahre wurden in den USA Muscle Cars direkt ab Werk auf die Viertelmeile abgestimmt. Ich möchte von euch wissen, ein Muscle Car hielt über Jahre als schnellster serienmäßiger Wagen den Viertelmeilenrekord mit 11,8 Sekunden. Das war brutal zu der Zeit. Welches Muscle Car war das? War das A, der Plymouth Hemi Cuda? War das B, der Dodge Charger? War das C, der Chevrolet Camaro Yanko? Oder D, die Chevrolet Corvette Stingray. Stefan. Ich sag mal die Corvette D. Du meinst, es ist D, die Corvette? Ja. Das ist falsch. Klaus, das ist deine Chance. Das war der Camaro Yanko. Also Antwort C? Ja. Richtig. 500 Punkte. Ja. Gas geben hier. Die Konkurrenz schläft nicht. Und jetzt wird es hochinteressant, denn wir schalten rüber ins Porsche-Museum zu Dieter Landenberger. Seit ich denken kann, bin ich begeistert von Porsche. Die Synthese aus den Markenwerten Design, Performance und Zuverlässigkeit ist einzigartig in der automobilen Welt und ganz besonders natürlich die Geschichte von Porsche. Ich bin studierter Technikhistoriker und arbeite bei Porsche seit inzwischen 4,5 Jahren. Ich bin hier für das historische Archiv verantwortlich, bin also der Haushistoriker von Porsche. Liebe Carmaniacs, meine Frage lautet, wer war der prominenteste Besitzer eines solchen 55 Spiders? War es A, Marlon Brando? War es B, Steve McQueen? War es C, James Dean oder D, Gunther Sachs? Thomas, was meinst du? Wer war's? C. James Dean? Ja.
Gold richtig. 500 Punkte. Ich bin zu langsam. Aber wir lassen noch mal ganz kurz Dieter Landenberger zu Wort kommen. Der Porsche 550 Spyder war der erste reinrassige Rennwagen von Porsche. 1954 ist Hans Herrmann mit diesem Fahrzeug bei der Carrera Panamericana in Mexiko gestartet und hat auf Anhieb einen Klassensieg eingefahren. Aber auch andere Rennfahrer setzten auf den 550 Spyder. Der bekannteste unter ihnen wahrscheinlich James Dean. Genau. Ich darf mal kurz einen Blick auf den Punktestand werfen. Drei teilen sich hier den zweiten Platz. Thomas, Klaus und Stefan mit 1000 Punkten und ganz klar in Führung Corinna mit 1500 Punkten. Das musste ich mal ganz kurz. Ja, das macht mir Spaß. So. Ja. Ihr Lieben, wir schalten rüber zu einem sehr, sehr coolen Typen. Er heißt Stöffel und er hat wie eine spannende Frage, und zwar von der Custom Zone in Winterthur. Komm, Alex, ich bin's wieder, der Stöffel aus der Schweiz, wie immer. Ich knie hier vor einem 53er Buick. Meine Frage, wie nennt man diese seitlich angebaute Auspuffanlage? Wie nennt man sie? Ist das A, Headers? Ist das B, Fishtail? Ist das C, Lake Pipes? Oder ist das D, Bellflower? Ha, Klaus. Antwort C, Lake Pipes. Antwort C. Lake Pipes, ja. Ganz sicher? Absolut. Absolut sicher. Stöffel, was sagst du, hat er recht? Lake Pipes. Jo, 500 Punkte. Ja, das war genau dein Thema, ne? Genau. Aber es heißt auch Buick, nicht Buick. Buick, ja, richtig. Stöffel, fängt mal an hier. Jetzt wird es wieder spannend. Ich möchte von euch wissen, wie heißt denn diese weltberühmte Kurve auf dem belgischen Grand Prix-Kurs von Spa? Ist das A, die Eau Rouge? Ist das B, die Vin Rouge? Ist das C, die Champeau? Oder ist das D, Belvedere? Thomas. A. Ah, die Eau Rouge? Ja. Geraten, gewusst? Gewusst. Wieso? Ja, weiß man. Sie bekannt? Ja. Ja? Denke ich. Das weiß man halt. Ja, klar. Wie er sich freut. Ja. Freu dich. Ja. 500 Punkte. Aber, kannst du mir auch erklären, warum die Eau Rouge Eau Rouge heißt? Nein. Sprichst du Französisch? Nein. Corinna, du? Nö. Wer spricht Französisch hier von euch vielen? Ja, der Spruch kommt. An der Sprache hapert. Ja, that's too much information. Eau Rouge heißt rotes Wasser. Und zwar, der Fluss Eau Rouge ist sehr, sehr eisenhaltig und deswegen sehr rot. Und weil diese Kurve direkt an diesem Fluss liegt, heißt sie Eau Rouge. Mhm. Aber gab keine Punkte, müsst ihr euch auch nicht merken. 5 Fragen habe ich noch für euch. Ja, alle im Wert von 1000 Punkten. Und es geht jetzt hier wirklich um alles. Denn ich kann leider nur 2 mit ins Finale dieser heutigen Show nehmen. Wir werfen einen Blick auf den Punktestand. Platz 2 hat Stefan mit 1000 Punkten und Platz 1 teilen sich Thomas, Klaus und Corinna mit 1500 Punkten. Unglaublich. Ja. Aber nicht zu früh freuen. Und ich rate euch, benutzt eure Joker. Wir machen weiter. 225-45R17Y ist eine Reifenbezeichnung. Das Y steht für den Geschwindigkeitsindex und gibt die maximal erlaubte Fahrgeschwindigkeit von wie viel km/h an? Sind es A, 200 km/h? Sind es B, 240 km/h? Sind es C, 270 km/h? Oder D, 300 km/h? Klaus. Antwort C. C, du sagst maximal 270 km/h? Hm. Das ist falsch. Corinna. D. D. Geraten, gewusst? Gewusst. Unglaublich. 1000 Punkte. Ich kann die auch geraten. Ja. Hallo. I like that. Wer kennt sich besser aus mit Reifen wie ich? Ja, kein Mensch. Du hast den Reifen erfunden. Scheiß auf dir. Ihr Lieben, jetzt kommt ein Bösewicht aus Hannover. Wer hat eine coole Brille auf? Hier ist Otto. Otto Meyer-Spellbrink. Mit Benzin im Blut geboren, gilt als der Experte für Automobilgeschichte. Als Moderator und Buchautor ist er ebenso bekannt wie als Journalist für Street Magazine, Oldtimer Markt und andere Fachblätter im In- und Ausland.
Mit staatlichen Hilfen und Privatinitiative einer Gruppe von Großindustriellen soll die Pleite der schwedischen General Motors-Tochter Saab, oder wie es richtig ausgesprochen wird, Saab, verhindert werden. Der erste Saab-Pkw wurde 1949 von der damaligen Flugzeugfirma Saab produziert. Und jetzt kommt die Frage: Von wem stammte damals der Motor des ersten Saab oder Saab? War es A von Chevrolet? War es B von Opel? Oder war es C von Ford? Oder war es vielleicht D von DKW? Wer weiß das? Corinna. Joker. Joker! Oh Gott. Das, ja, ich habe gesagt, ich drück, wenn ich nichts weiß. Na, das sind wir gleich gut jetzt. Gut, wunderbar. Klärt das nach der Show. Okay. Also ich muss raten und ich denke DKW. Du sagst DKW. Dann sie muss das Go geben. Ja, das nehme ich dann auch. Das nimmst du. Du sagst D. Otto, haben die beiden recht oder kloppen die sich gleich? Die Antwort D ist richtig. Tatsächlich brauchte man einen kleinen wirtschaftlichen Wagen, der einen robusten und ausgereiften Motor zu tragen hatte. Und die Wahl fiel natürlich auf den Zweizylinder-DKW-Motor. Es hat ihm keiner mehr zugehört, aber hier sind 1000 Punkte, egal. Ist ja cool, unglaublich. Ey. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt wird es schwierig. Und zwar, wir kommen jetzt zur Spielrunde Wahr oder Erfunden. Ihr seht gleich einen Clip. Dazu stelle ich eine Behauptung und dann müsst ihr mir sagen, Kuhlmann erzählt was vom Pferd oder es ist korrekt. Also, gut aufgepasst, Film ab. Hier sehen wir ein Lamborghini Countach mit einem 4,75 Liter V12 aus dem Jahre 1970. Das Rückwärtsfahren fühlte sich an wie das Steuern eines Hochseedampfers. Die Sicht war entsetzlich, die Lenkung schwergängig, die Gangschaltung widerspenstig und für den hohen Preis war das Cockpit ärmlich. Doch die Fahrleistungen überzeugten. 375 PS, Höchstgeschwindigkeit 300 km/h und von 0 auf 100 in knapp über 5 Sekunden. Cooler Film übrigens, aber jetzt kommt meine Behauptung und ich möchte wissen, ob das richtig ist oder gelogen. Aufgepasst. Ich behaupte, seit dem Myra tragen alle Modelle die Namen von berühmten spanischen Kampfstieren. Somit auch der neue allradgetriebene Murciélago sowie der Gallardo und auch der Countach. Wahr oder erfunden? Stefan, habe ich recht oder erzähle ich dir was vom Stier? Ich sage, es ist wahr. Du meinst, es sind alle Namen von ganz berühmten Kampfstieren. Möchtest du dich vielleicht sicherheitshalber nochmal mit deinem Joker beraten? Ja. Weise. Giovanni. Ja. Nee, wer ist der Joker? Ach, entschuldige. Stefan, ich habe gedacht, der wäre der Giovanni, dann wäre das so einfach gewesen. Stefan. Also ich glaube, dass auch alle Stier Namen sind, aber es könnte auch von einem Stierzüchter sein. Also, Stierzüchter? Stierzüchter. Ich glaube eigentlich auch, dass ich mal was gelesen habe, dass einer nicht den Namen von dem Stier hat. Ich entscheide mich auf falsch. Du meinst, das stimmt nicht? Ja. Gott sei Dank, 1000 Punkte gehen an dich. Ha! Ich habe gelogen. Der Countach ist die Ausnahme. Denn als das Modell fertig war, hat Lamborghini die gesamte Belegschaft in die Garage geholt und gesagt, Mensch, ich weiß keinen Namen dafür. Und da kam ein Mitarbeiter zum Schluss rein und sagte, Countach! Und das heißt sowas wie so ein Kaff in der Schweiz, im Piemont-Grenzgebiet, so ein Dialekt. Das heißt sowas wie Donnerwetter. Und das ist der Name des Countach. Kein Stier, sondern Donnerwetter. Donnerwetter, 1000 Punkte gehen an dich. So, ja, das darfst du einfach ruhig klatschen. Ja, kostet nichts. Aber jetzt wird es streng, denn wir schalten rüber in die Schweiz zum Daniel Mauerhofer. Gut zuhören. Carmeniex, Chevrolet übrigens, ein gebürtiger Schweizer, sagt wahrscheinlich jedem etwas, aber wisst ihr auch der Vorname? Ja, wie hieß denn der Schweizer Chevrolet mit Vornamen? War das A. Wilhelm,
War das B, Philipp? War das C, Richard? Oder D, Luis? Klaus, das ist dein Gebiet, oder? Antwort D, Luis. Willst du dich absichern? Nein. Du bist ganz sicher? Absolut. 1000 Punkte soeben auf deinem Konto. Ja, dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Wir werfen aber noch mal kurz einen Blick auf den Punktestand, denn gleich kommt die letzte Frage. Und mal gucken, ob sich da noch einiges... In der Tat, es kann sich hier noch einiges tun. Wir haben Platz 4 ist Thomas mit 1500 Punkten. Platz 3 ist der Stefan mit 2000 Punkten. Platz 2 ist Klaus mit 2500. Und hier Madame mit 3500 Punkten. Wahnsinn! Klaus und Thomas, ihr dürft euren Joker noch benutzen, denn die letzte Frage kommt jetzt. Und dann kann es schon für euch vielleicht doch heißen, in Runde 4 zu kommen. Also ganz, 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 ganz schnell buzzen. So, aber die Frage hat es auch echt in sich. Dieses Modell, das ist die Flying Feather. Aus welchem Land stammt denn dieser Wagen? A. Aus Deutschland, B. aus Japan, C. aus Australien oder D. aus Frankreich. Thomas, das ist jetzt spannend, wenn du da richtig liegst. Da, du zeigst nur mit dem Finger. Nimm mal einen Joker. Nimmst den Joker. Oh Gott. Mit dem Auto. Was glaubst du? Das ist viel zu langsam. Darf ich raten? Ich muss raten. Ich weiß es auch nicht. Du weißt es auch nicht. Ich gebe euch noch ein paar Infos dazu. Die Flying Feather wiegt gerade mal 400 Kilo. Ja? Also ich habe eine Vermutung da mal. Weißt du gar nichts oder hast du eine Vermutung? Also ja. Darf ich. Ja. Fahr jetzt mit dem Taxi heim dann, oder? Taxi heim. Auf ganz Verdacht, mal ganz blöd, würde ich sagen, könnte sein C. Was so gar nicht zusammenpassen würde. Australien ist ein Auto. Gibt es eigentlich Australien? Gar nicht. Ja, was es eigentlich gar nicht gibt. Okay. Siehst du denn vielleicht irgendeine Ähnlichkeit zu diesem Modell, zu einem anderen Auto? Könnte da vielleicht irgendwas kopiert worden sein? Mit der amerikanischen Nummer? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nimm mal C. Du nimmst C? Auf Verdacht, ja. Das ist falsch. Stefan? Ich rate jetzt auch mal, weil ich eigentlich gar keine Ahnung habe, und sag Japan. Japan? Ja. Das ist richtig. Klasse. Ich habe bei dir, Thomas, eben schon versucht, diesen Tipp zu geben mit dem Kopieren, denn die Japaner... Mit der Kopie. Ne, mit der Kopie. Denn die Japaner waren so begeistert von der Citroën 2CV und haben dann aufgrund dieses Modells die Flying Feather konstruiert. Leute. Ja, ist ja lustig. Ist ja lustig. Du freust dich da mit dem Arsch im Trocknen. Ihr Lieben. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Ihr seid auf jeden Fall alle Carmaniac-Club-Mitglieder, bekommt dort tolle Rabatte, seid in einer starken Community. Ihr kriegt ein Liqui-Moly-Care-Paket, alle. Und noch ein paar Zockspiele. Ich muss mich jetzt leider von zwei Kandidaten verabschieden. Es ist, so leid es mir tut, Thomas und Klaus. Danke, dass ihr dabei wart. Und hier sind zwei Sieger, Stefan und Corinna. Und diese beiden nehme ich mit in Runde 4. What my heart is longing for, to live this mood, that's what I'm living for. Living means mayhem, living things I hate behind. Living means for me to get rid of this fucking pain. Wir sind jetzt in Runde 4, dem Finale, und wir haben zum ersten Mal eine Frau als Kandidatin. Sie hat es tatsächlich geschafft, hier im Finale anzutreten. Sie hat 3500 Punkte kassiert in Runde 3. Aber Stefan ist hier auf den Folgen mit 3000 Punkten, denn es geht jetzt hier um alles oder nichts. 2500 Punkte, ja, die könnten Corinna gehören oder dem Stefan, denn dann heißt es ab ins zweite Halbfinale. Absolut, Kathi, das ist richtig Frauenpower heute hier. Ist Wahnsinn, ne? Und guck mal, sie macht sich gar nicht schlecht hier auf der Piste. Die Grand Prix-Strecke, Nürburgring. Also ich bin beeindruckt. Ja, sie fahren sich noch warm. Sie haben die Werbepause genutzt. Sie haben also gezeigt, sie haben nicht nur Köpfchen, sondern sie können auch tatsächlich fahren.
Und, aber das Qualifying ist auch gleich vorbei und dann geht es hier um die Wurst. Wer kommt weiter und wer muss nach Hause gehen? Ich bin schon ganz aufgeregt. 2500 Punkte, ja. Da ist man sicherlich aufgeregt. Mein Namenskollege Stefan hier, der geht das ganz cool an. Ja? Mit beiden Händen am Lenkrad, der hat auch eine gute Position eingenommen. Beide super souverän. Also, irgendwie schon, oder? Ja. Aber ich würde gerne mal Puls fühlen. Ich kann mir vorstellen, dass da schon ein bisschen... Nicht anfassen. Nicht die Pumpe geht. Ja? Oh, und da ist Stefan kurz im Kies, aber er fängt sich. Klasse. Kurze Rotation, das kann man zum Einfahren hier beim Qualifying, da kann man es auch gelten lassen. Dann gleich geht es natürlich um alles. Da sollte das nicht unbedingt passieren. Ja. Denn noch darf ich ja mit euch reden. Seid ihr fit? Habt ihr das ist halt so routiniert. Genau, hast du schon ein paar Mal gemacht? Nö. Naturtalent. Zumindest nicht auf der Playstation. Guck. Da machst du das super. Normal fährt er quer durch. Ja, eben. Normalerweise fliegt der Arsch da seitlich durch die Kurven. Vierte Gang und jetzt? Kupplung springen lassen und so. Nur Power. Ja, die Strecke hat es ja auch in sich. Schumi ist da momentan König auf der Strecke. Seit 2004 hält er Streckenrekord. Auch mehrmals da schon den Pott geholt. Ich bin gespannt, wer von beiden jetzt hier heute... Ich auch. Mein Qualifying ist jetzt rum. Und jetzt geht es an den Start. Wischt euch nochmal den Schweiß von den Händen. Oder von der Stirn oder wo auch immer. Und jetzt Konzentration, jetzt geht es los. So, achtet auf die Ampel, ganz wichtig. Sobald das Ding da aus ist, könnt ihr durchstarten. Corinna hat hier den gelben BMW, Stefan den weiß. Und jetzt klatscht durch, Stefan, du musst dranbleiben, definitiv. Denn hier wird an nichts geschenkt auf dieser Strecke. Es geht hier erstmal in die Gerade, da kann man natürlich das Pedal bis unten durchlatschen. Ja, genau, bisschen anfeuern ist natürlich nicht verkehrt. An dieser Stelle die erste Kurve kommt. Und wir werden sehen, wie Corinna und Stefan das Ganze hier meistern. Stefan hat hier die Chance, noch ein bisschen ranzukommen. Sieh zu, dass du hier möglichst schnell Anschluss findest, denn ihr fahrt nur eine Runde, das ist es. Und die Frau fährt ihm davon, wie man gerade so sieht. So sieht es aus, ja. Im BMW, der gelbe BMW von Corinna ist hier momentan vorne, aber Stefan bleibt ja auf den Fersen. 3 Sekunden momentan hinten, die nächste Kurve kommt und das ist jetzt wieder die Chance auch hier, für Stefan ranzukommen, wenn er die Ideallinie findet und hier natürlich auch mit dem entsprechenden Speed reindriftet in die Kurve. Das hat er gut gemacht, perfekt. So, jetzt wieder Gas latschen, gerade Strecke auch für Stefan. Corinna immer noch knapp vorne mit 4 Sekunden. Die Strecke, die hat es in sich, aber die sind beide so souverän. Also habe ich noch nicht erlebt auf dieser Strecke, definitiv. Also ich habe das auch mal probiert und ich dachte, ja, ich war mehr auf dem grünen Bereich, auf dem Asphaltierten. Im grünen Bereich sieht es bei beiden momentan aus, also für Corinna mehr als für Stefan. Stefan, du musst was tun, die Strecke ist nicht allzu lang, 5,15 Kilometer. Ihr habt schon einen großen Teil gefahren jetzt, also sieh zu, dass du rankommst. Es geht um 2500 Punkte. Die Kurven machen beide definitiv richtig gut, da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt allerdings. Und um Einzug ins zweite Halbfinale. Darum geht es gerade. Also ihr müsst euch ein bisschen ins Zeug legen, genauer gesagt. Stefan, das war ganz schlecht. Da hat er hier einen kurzen Ausflug in die Botanik gemacht, aber sich schnell wieder gefunden, Gott sei Dank. Währenddessen heizt Corinna ihm davon. Definitiv 9 Sekunden Wahnsinn. Vorsprung ausgebaut. Also jetzt wird es langsam richtig eng für meinen Namenskollegen Stefan. Wie sieht's aus? Kannst du das Gaspedal noch ein bisschen weiter durchlatschen? Ich weiß nicht, vielleicht noch mal schnell hier Tuning einlegen. Aber ich glaube, das Ganze... Also die Frau fährt... Sieht so aus, als würde Corinna hier tatsächlich den Pott nach Hause fahren. Ja. Definitiv. Also heute Frauenpower hier. Ja, so muss das sein, zum ersten Mal. Ja. Gar nicht schlecht, aber die Strecke hat es auch in sich, wenn man die noch nie gefahren ist. Aber beide haben die wirklich souverän gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Definitiv. Ein kleiner Ausrutscher von Stefan. Ansonsten haben wir hier definitiv, eigentlich fast möchte ich behaupten, 2 Sieger auf dieser Strecke. Aber von Punkten her würde Corinna sowieso vorne liegen. Selbst wenn beide jetzt hier gewinnen sollten, ja. Ja, Corinna liegt hier ganz klar. Liegt knapp vorne, definitiv. 10 Sekunden Vorsprung, sie fährt aufs Ziel zu und fährt das Ding nach Hause. Erste! Unglaublich! Corinna, wir sehen dich im zweiten Halbfinale. Die erste Frau bei der Kamenjek. Stefan, danke, dass du mitgemacht hast. Es gibt einen tollen zweiten Preis für dich. Du bekommst mit Frank Stippler eine Taxifahrt auf der Nordschleife. Und zwar, der donnert damit 8 Minuten lang. Und wir werden das Ganze mit der Kamera begleiten. Ein Riesenapplaus, danke, dass du mitgemacht hast. Und das ist Corinna. Sie sehen wir wieder im zweiten Halbfinale. Und euch sehe ich wieder, wenn es wieder heißt, The Kamenjek. Wer ist der autonahe Deutschlands?